Der Betonklotz in Mainz. Knapp 5000 Menschen wohnen hier, dicht an dicht. Der Hausmeister Andreas Loos, er kennt seine Bewohner in der Elsa-Brennström-Straße alle. Wer etwas anstellt, bekommt es mit ihm zu tun. Gerade hat es einen lauten Knall gegeben. Dank der Überwachungskameras haben Andreas Loos und seine Kollegen schon einen Verdacht. So, da haben wir den. Und das passt genau. Das passt genau mit der Zeit. Im 19. Stockwerk hat jemand die Zwischentür eingeschlagen. Von Ihnen, jawohl, passt genau. Die Hausmeister wollen den Verdächtigen sofort zur Rechenschaft ziehen. Guten Tag. Hallo. Vor halber Stunde, also mehr als halbe Stunde, ist Ihr Freund rausgegangen. Ja. Und hat's geknallt. Er hat die Scheibe kaputt gemacht. Sie sei es nicht gewesen, beteuert sie. Und ihr Freund sei nicht zu Hause. Und die Nachbarn haben uns angerufen. Eben der Nachbar sagte, das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid nur, ihr wohnt doch kaum ein halbes Jahr hier. Ja, drei Monate. Mit drei Monaten. Aber das ist er, man hört nur von ihm, was von mir hört man ja nicht. Ja eben, ich hab ihn sieht schon. Aber er ist ja auch committed, oder? Ja. Na also, wir anrufen, er soll sofort herkommen und dann klären wir die Sache. Okay. Ja, wenn er innerhalb einer halben Stunde nicht kommt, dann rufen wir die Polizei an. Okay. Ja, tut mir leid, das muss geklärt werden, das kann nicht zu links. Und wir werden den Eigentümer benachrichtigen, ja? Okay. Den kennen Sie. Ja. Es tut mir leid, okay, aber wie gesagt, halbe Stunde warten wir noch, ja? Okay, danke. Danke. Weil die Scheibe wahrscheinlich, die ist schon seit 40 Jahren hier drin. Hat sich keine gemacht, kaputt gemacht. Komm, so junger Mann. Und mach einen Stress. Gut. Also wir warten jetzt ab, ja? Lassen wir ihn mal eine halbe Stunde. Und wenn er innerhalb der halben Stunde sich nicht meldet, da erstatten wir eine Anzeige. Ja, und da fliegt er raus. Der Verdächtige ist ein Wiederholungstäter, der dann aber seine Ausraster immer gleich bereut. Das letzte Mal hat er sich gemeldet. Ja, sofort gemeldet. Also der hat schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Hallo? Hat er schlechtes Gewissen gehabt. Aber was ist herausgekommen? Die Rechnung liegt vor und er hat sie bis jetzt noch nicht bezahlt. Nur bei uns ist nicht zu spaßen. Also die Rechnung wird er schon bezahlen. Oder wie gesagt, ich kenne den Eigentümer der Wohnung persönlich und der wird auch nicht lange zögern. Also sowas braucht man hier nicht. Hier laufen die Uhren anders. Ali wohnt auch in der Elsa-Brennström-Straße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Einmal in der Woche geht der 15-Jährige ein paar Straßen weiter zur Jugendfeuerwehr. Hallo. Diese Woche steht eine Übung auf dem Plan. Noch Fragen? Gut, aufsetzen. Ali soll jetzt verletzte Personen aus einem verrauchten Raum retten. Da sind Menschen drin, die müssen wir retten, in einem verrauchten Raum. Und deswegen wurde auch der Befehl gesagt, Menschenrettung vor. Hallo. Können Sie uns hören? Hallo. Hilfe! Hallo. Sind alle verletzt? Hilfe! Hallo, können Sie uns hören? Ja. Können Sie laufen? Ja, kann ich. Ich glaube, hinten in der Küche sind noch Leute. Hallo. Ja. Oh, Achtung, ist die Stufe? Ja. Hier hinten, Hilfe. Rettungsdienst, einmal. Genau, perfekt. Kommen Sie einmal mit. Wir sind halt immer zusammen. Wir dürfen halt nicht irgendwie, einer geht nach vorne, der andere bleibt stehen oder so. Bei uns ist es so, wir sind immer zusammen halt. Also heißt, wir sind in jedem Trupp, wie soll ich erklären, der Zusammenhalt. Wir dürfen uns halt nicht trennen oder so. Weil wenn wir uns getrennt haben und nicht wiederfinden, wird es halt ein Problem entweder für den anderen oder für den. Ali kam mit seinen Eltern vor 15 Jahren aus Pakistan nach Deutschland.
Sein Tag beginnt frühmorgens um 6 Uhr. Er geht in die 9. Klasse einer Realschule Plus und will mal was werden. Schule macht Spaß, aber das halt das Morgen aufstehen ist halt das Ding, was da irgendwie ein bisschen stört. Aber sonst macht es Spaß. Ali weiß, dass er sich anstrengen muss, um seine Ziele zu erreichen. Ich möchte mindestens mal versuchen, ein bisschen die Klasse zu schaffen und vielleicht, wenn ich es weitermache, noch das Abi. Zusammen mit Mutter und Vater wohnt er in einer Vierzimmerwohnung in der Elsa. Alis Mutter ist Muslima. Bevor er zur Schule geht, betet sie für ihn. In den nächsten Tagen stehen für Ali zwei wichtige Klassenarbeiten an. Die Anlage in Mainz wurde Anfang der 70er gebaut. Damals wohnten auch viele der hier stationierten Amerikaner in dem Hochhaus. Die Elsa, wie die Bewohner ihre Häuser liebevoll nennen, gilt lange als Problembezirk. Das ist mein Wohnzimmer mit Küche, Küche und Bad und Schlafzimmer. Ingeborg Fritz zeigt uns ihre Wohnung. Muss ich überall Licht anmachen, dass man was sieht. Ups. Seit 10 Jahren wohnt sie hier alleine. Das ist ein kleiner Flur. Mein Badezimmer. Haben wir noch den Klodeckel auf? Gehört sich nicht. Oh ja, steht da unten. So machen wir. Und jetzt geht's rein. Na, also mein Nachbar, den kenne ich nicht. Es wird ja auch immer gewechselt, ne? Da merkst du manchmal ganz hoch, der sah gestern aber noch anders aus. Ah ja, wenn der auch aus der Tür rauskommt und ich komme aus der Tür, das ist schon anonym hier. Nach der Trennung von ihrem Mann ist sie in die Elsa gezogen und hat sich eingerichtet. Hier ist mein Platz halt einfach, das ist mein Lieblingsplatz. Kann man sich bequem hinhocken, auch mal die Füße lang machen, einen Kult holen, zu decken und dann eine Runde pofen. Ingeborg Fritz wohnt in Haus Nummer 8. Ihre Freundin Waltraud Siebert gegenüber in Haus Nummer 7 und Iris Schmidt in der Haus Nummer 6. Jeden Nachmittag machen sich die Rentnerinnen auf den Weg zum Stadtteiltreff. Ein kleines Café zwischen den Betonklötzen. Es ist ihr zweites Wohnzimmer. Ja, wie geht's euch dann? Na ja, wie immer, gell? Ja, mir geht's schlecht. Echt? Warum? Ich hab Gummiknie. Was hast du? Gummiknie. Wo kommt das denn? Was hast du? So wenig getrunken? Nee. Sport. Ey, guck mal, schon wieder ein blöder Dreher, du. Jeden Tag spielen sie hier ihr Lieblingskartenspiel, Skippo. Wir sind die Cappuccino-Gang. Da müsste ich auf ein Stilchen stellen. Ja. Nee, oder die müsste man mit dem Tuch winken. Ja. Einen Cappuccino woanders könnten sie sich nicht leisten. Aber hier gibt's den Kaffee für 70 Cent. Zu Hause ist es langweilig. Deswegen kommt man hierher.
Ich hatte heute Morgen auch erst Reha, Krankengymnastik und dann noch in der Muckibude. Und dann kommst du hierher. Okay. Du warst auch krank. Ja, nee, die hatte gestern Geburtstag und hat jetzt Urlaub. Wenn man alleine lebt, ist schon schwierig. Also wenn die dicker als tiefer kommt, muss man raus. Ja, das ist. Und hier hat man einen Anhaltspunkt. Karten spielen, ein bisschen was fürs Gehirn machen. Ist man nicht ganz ab. Hier trifft sich nicht nur die Cappuccino-Gang zum Skippo-Spielen. Im Stadtteiltreff bekommen die Elsa-Bewohner Unterstützung in allen Lebenslagen. Dafür arbeiten hier mehrere Ehrenamtliche und Sozialarbeiter wie Colette Smeraldi. Haben Sie letztes Jahr auch da schon gewohnt? Ja. Ja? Ja. Haben wir das schon mal gemacht? Nein, das erste. Das erste Mal? Ja. Ja, Jobcenter Mainz. Jobcenter Mainz, ja. Genau. Die müssen den Antrag bekommen, ja? Ja. Okay. Das Datum von heute? Ich weiß nicht. Colette Smeraldi nimmt sich für jede Beratung die nötige Zeit. Ja, ja, nee, deshalb, das machen wir jetzt sofort. Das ist sehr gut. Dankeschön. Das ist sehr gut. Sofort zu kommen. Also, es geht um den Antrag auf Erstattung der Nebenkosten. Also, der hat da Abrechnung. Nebenkostenabrechnung hier, Wohnungsgeld da, unverständliche Rentenbescheide. So, hi, hallo. Auch ihr Kollege Stefan Hesping kommt kaum hinterher. Die zwei Frauen haben dieses Schreiben vom Jobcenter bekommen und verstehen das einfach nicht. Habt ihr gelesen und verstanden, worum es da geht? Sie wollen eine Minderung machen, eine Sanktion, also eine Bestrafung. Also wir haben alles Papier wegen Arbeit alles gemacht. Ja. Also ich weiß nicht, warum die Strafe. Wenn man sich nicht äußert, hat man 30% weniger. Was kriegt ihr monatlich vom Jobcenter? Wie viel bekommt ihr aufs Konto vom Jobcenter? 30 haben wir da. Und dafür? 1030. 1130 Euro. Ja, 30%. Ich weiß nicht. Wie viel ist das? 30% von 1130? Komm, rechne. 30%. Ein Drittel. Ein Monat, 13. Zwischen 300 und 400 Euro, die Euro. Und zwar für 3 Monate hintereinander. Das ist richtig viel Geld. Jetzt haben sie verstanden, dass sie viel Geld verlieren, wenn sie nicht sofort auf das Schreiben reagieren. Und das Problem mit dem Jobcenter ist nicht das einzige Thema, das die beiden Frauen aus Syrien heute mit Stefan Hesping besprechen wollen. Alles, was sie vom Jobcenter bekommt, deshalb ist das so wichtig. Es geht um richtig viel Geld. Hausmeister Andreas Loos hat jetzt einen Termin. Er trifft sich mit Nikolaus Poppitz. Der ist Verwaltungsbeirat in der Elsa. Und kontrolliert stellvertretend für die Wohnungseigentümer alle Arbeiten am Gebäude. Immer persönlich. Ist die Fuge wirklich korrekt erneuert? Ach, da läuft das in die Wand rein und hier unten runter. Ja, in den Wohnzimmer. Ich habe das Anti-Wohnzimmer und Flurbereich in der Wohnung. Kommt das Wasser raus. Ja, das ist nicht ein Problem. Heizungs. Die Arbeiten laufen nach Plan. Aber der Hausmeister entdeckt noch etwas anderes. Gucken Sie, guck mal, gucken Sie, schauen Sie hier. Da, gucken Sie, was sehen Sie? Wäsche. Kommt die Wäsche da hoch? Aber durch den Wind, das ist so Windzug. Ja, ja. Wenn man auf dem Balkon steht oder auf dem Fenster guckt, dann bei entsprechendem Wetter merkt man, wie von unten der Wind hochgeht. Der Verwaltungsbeirat Nikolaus Poppitz wohnt selbst auch in der Elsa. Er hat hier mehrere Eigentumswohnungen, auch als Geldanlage. Deshalb ist er so hinterher, dass das Gebäude gut in Schuss bleibt. Wir können hier froh sein, hier läuft's gut. Hier läuft's sehr gut. Aber
ja, man guckt sinnvollerweise immer noch mal drauf auf die Arbeit und das macht schon Aufwand. Und gerade wenn größere Arbeiten anstehen, so ein Haus ist ja eine riesige technische Maschine auch. Wenn da größere Arbeiten anstehen an der Technik im Gebäude oder an der Bausubstanz, dann hat man schon was zu tun, wenn man gucken will, ob das alles gelaufen ist. Seine Wohnung ist auch sein Büro. Er arbeitet für eine juristische Fachzeitschrift. Zwei Stockwerke weiter oben wohnt Mira Huber mit ihrem Freund. Vor einem Jahr ist die 19-Jährige hier eingezogen. Was wünschen wir uns für die Zukunft? Mehr Geld. Nein, ja. Auf jeden Fall eine größere Wohnung. Das ist das A und O. Und dass ich halt jetzt den Hauptschulabschluss mache, dann, dass ich irgendwie einen besseren Job habe, dass wir uns auch mehr leisten können. Und ja. Ja. Mira Huber lebt von 204 Euro Kindergeld im Monat, erzählt sie uns. Ihr Verlobter arbeitet in unterschiedlichen Minijobs. Meistens sind es Nachtschichten. Richtig hart. Schon anstrengend. Früh aufzustehen, dann arbeiten zu gehen, dann nach Hause kommen um 6 Uhr, dann wieder schlafen gehen, dann wieder um 10 Uhr arbeiten gehen. Ich bin eher zur Kämpferin erzogen, also ich kämpfe für das, was ich haben will, ganz einfach. Ich habe auch drum gekämpft, um den Schulplatz. Hab drum gekämpft, habe ihn am Ende bekommen, ich habe mich reingehängt. Wie man sieht, ich schreibe gute Noten. Alles prima, es läuft alles so, wie ich es haben will. Sie will sich jetzt richtig anstrengen, ihren Hauptschulabschluss schaffen. Aber sie muss noch ein anderes Problem lösen. Wir werden sie gleich wieder treffen. Ja, du ganz toll. Noch ganz kurz zum Nico. 6 Stockwerke tiefer. Ja, kann ja so toll malen. Der hat was so die Leute begrüßen. Isolde und Rüdiger Wrobbel haben Besuch bekommen. Genau die einzigen Geräte, die er gefahren ist. Ah ja, das ist egal, Hauptsache es hat einen Spaß gemacht. Ja, ich soll Rüdiger, ich mach mich jetzt mal auf den Weg, ne? Okay. Ja. Die Nachbarin bringt ihren Hund vorbei. Guten Tag, ja. Und wir haben wieder einen Wachhund, gell? Und wir schreiben uns später, ne? Oder ich ruf kurz an. Es ist gut. Aus. Aus jetzt. Oh. Isolde und Rüdiger Wrobbel passen heute auf ihren Nachbarshund Finn auf. Na komm, Alter. Und Erdgeschoss. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön. Na komm, Finn. Komm, wir gehen, Gassi. Isolde Wrobbel ist Rentnerin. Wenn Nachbarn Hilfe benötigen, ist sie zur Stelle. Ich spreche gern mit Leuten, ich sappel vielleicht manchmal zu viel, aber besser zu viel als zu wenig, da bleibt man eben nicht anonym. Das ist wertvoll. Macht's gut. Schönen Spaziergang. Miteinander reden, einander helfen. Das ist ihr Rezept, damit es in der Elsa nicht so anonym zugeht. Wir haben ja zum Beispiel diese Aktion auch, dass man untereinander anrufen kann, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird. Und da sind wir ja, hauptsächlich meine Frau ist, dann auch unterwegs. Und so bestehen auch die Möglichkeiten, dass man also nicht ganz so vereinsamt, dass man nicht alleine in der Wohnung sterben muss. Wobei es natürlich immer passieren kann. Ist meiner Frau schon passiert, dass sie einmal in der Wohnung gekommen ist und der Mann hat tot da gelegen. Aber halt eben ja. Dann nicht so lange. Ne?
Früher war das mal, hatte das Hochhaus den Verruf dafür, ja, dass man vereinsamt. Aber das hat das schon... Ja, das hängt ja von jedem ab, wie ich gesagt habe. Es kann ja jeder individuell leben. Manche leben gerne für sich und zurückgezogen. Bei denen besteht natürlich immer die Gefahr. Die Regel ist, dass man Kontakte hat und dass man immer schon mal sagt, oh, den habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, was ist mit dem? Ja. Und dann erkundigt man sich. Dass wir auch da aktiv sind. Auch nachher wollen sie ihre Zeit wieder nutzen, um aktiv zu sein. Das finden sie sinnvoller, als alleine in der Wohnung zu sitzen. Die 19-jährige Mira Huber erzählt uns von ihrem Problem. Sie ist schwarz gefahren, hatte ein Gerichtsverfahren am Hals und glücklicherweise einen gnädigen Richter. Ziemlich großes Glück hatte ich. Wirklich, also besser hätte es für mich nicht laufen können. Was hast du dem Richter erzählt? Da ich gerade die Schule angefangen habe, da ich versuche gerade mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ja, dann hat er gesagt, ja, was ich mir vorstelle, was ich, wenn ich eine Richterin wäre, was ich für Strafe geben würde, wenn es erneut ist. Und da habe ich gesagt, so 40, 50 Sozialstunden würde ich dann geben. Dann hat die Protokollantin gesagt, ja, 40 Stunden in 4 Monaten, aber der Richter hat gesagt, 50 Stunden in 6 Monaten. Und dafür danke ich da auch meinen Richter. Im Stadtteiltreff kann sie ihre Sozialstunden ableisten. Nimm dir das Tablett mit. So. Auch Isolde und Rüdiger Wrobbel machen sich auf den Weg zum Stadtteiltreff. Wie fast jeden Tag. Rüdiger Wrobbel hilft hier Menschen bei der Wohnungssuche. Ehrenamtlich. Schreibt ihm noch einen Satz dazu, dass nach Durchsicht von mir alles in Ordnung ist, dass du alles richtig gemacht hast. Ja, ist okay. Und dann frage ich ihn jetzt auch. Okay. Isolde Wrobbel sortiert Noten für die Chorprobe heute Abend. Und überhaupt, sie macht eigentlich alles hier. Notenblätter vervielfältigen, also kopieren, die neuen Mappen beschriften, soweit ich noch etwas finde zum Beschriften. Und ich finde nichts mehr. Und das macht mich nervös. Wenn der Kuli jetzt nicht geht, dann fress ich einen Besen. So verbringen Isolde und Rüdiger Wrobbel fast jeden Tag ihre Nachmittage. Wir treffen den 15-jährigen Ali wieder. Auch er macht sich auf den Weg in den Stadtteiltreff. Nur heute hat er für seinen Nachhilfelehrer eine schlechte Nachricht. Ich habe Deutsch 4-. In der Arbeit, die ihr jetzt geschrieben habt? Ja, leider. Hast du dabei die Arbeit? Ja, leider. Dabei hatte er hier so lange für die Deutscharbeit geübt. Der Deutschlehrer hat gemeint, dass ich eigentlich mehr machen kann daraus, weil ich das Thema schon gut kann. Ja. Aber wegen der Arbeit, weil ich eine Blockade hatte, hat er gemeint, es ist zwar schade, aber der meint bis nächste Mal. Wieder. Aber dafür ist halt deine Mitarbeit halt gut. Also das klappt also dann kannst du dann auf jeden Fall ausgleichen. 4- ist halt nicht so gut, aber ich meine, das war die erste Arbeit bis jetzt. Ich habe auch mal 4 geschrieben. Eine 4- in Deutsch und jetzt noch Mathe. 3-Satz. Die Lehrerin hat es nur kurz erklärt. Ja, sowas gezeigt, nur für 10 Minuten. Ich habe es nicht richtig gecheckt. Okay. Also was können wir das jetzt gerade noch machen? Ja, okay, wenn du es mir erklärst. Also das ist jetzt hier, weißt du, wie viel 3 Parkplätze kosten? Mhm. Und so hat es jetzt am Ende rausfinden, wie viel 5 kosten. Jetzt kannst du mich überlegen, wie viel wird denn 1 Parkplatz kosten? 2, nein, bin ich doof.
Ja, ein Parkplatz. Dann müsste ich doch wieder schnurren. Also. Drei geteilt durch drei. Hä? Wenn jetzt ein Parkplatz 5 Euro kostet, dann weißt du, okay, kannst du jetzt wieder rechnen. Ja, drei kosten ja 15 Euro. Genau. Ja, 15. Passt wieder. Und jetzt würden 5 nur praktisch kosten. Also. Sein Ziel? Eine 2. 25 Euro oder nicht? Genau. Da unten wird dann mal. Genau, hast du dann mal 5 gerechnet, weil du hier drüben ja auch dann das verfünffachst. Ah. Im Zimmer nebenan übt auch Mira Huber für die Schule. Als Hausaufgabe muss sie eine Bewerbung schreiben und sie dann ihrem Lehrer zeigen. Eine Bewerbung soll mir eben geben mit Darstellung des Betriebes, über die Herkunft, wie es entstand und was für Eigenschaften, gute und positive und negative Eigenschaften der hat. Und als komplette Bewerbung nur plus das noch dazu. Und ich darf nichts aus dem Wikipedia kopieren. Das ist doof. Ja, jetzt darf ich erstmal alles raussuchen und aufschreiben. Okay, ich würde schreiben, Sie haben auch einen Lieferservice. Dieser ist sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel, weißt du, oder für ältere Leute kannst du auch reinschreiben, wenn du nicht zu Fuß laufen kannst. Die Hausaufgaben erledigt und wieder ein paar Sozialstunden weniger. Trotzdem, an Feierabend ist für Mira Huber noch nicht zu denken. Zu Hause wartet noch die Wäsche. Eigentlich gibt es im Keller einen Waschraum für alle Bewohner. Waschen und Trocknen kostet aber dort 3,50 Euro. Mira Huber improvisiert mit einer Campingwaschmaschine. Die hat sie geschenkt bekommen. Was tut man nicht alles, wenn die Waschmaschinen viel zu teuer sind? Ja, das hier neben ist zum Beispiel eine Trommel. Wenn die Wäsche fertig ist, tue ich sie da rein und die zieht das Wasser dann raus, dass die Wäsche nicht mehr so nass ist. Und die geht zwar jetzt nur 15 Minuten, aber ich wasche sie immer zweimal 15 Minuten, dass es eine halbe Stunde Wäsche ist, damit die auch richtig sauber wird. Woanders da zahlt man nur 50 Cent für eine Wäsche und 50 Cent für eine Trockenmarke. Das wäre dann 1 Euro insgesamt. Da verstehe ich nicht, wieso es die Elster auch nicht mehr so macht. Also ich verstehe die Hausverwaltung nicht. Mira wäscht. Mira kümmert sich um ihr Haustier Ratte Speedy. Und Mira hat in der Elsa ihr Zuhause gefunden. Wir haben hier einen super perfekten Ausblick über die ganze Elsa. Zum Beispiel da hinten, sie ist Wiesbaden. Und da hinten können wir halt schon in Richtung Frankfurt schauen. Sie kriegt ihr Leben jetzt auf die Reihe, erzählt sie uns. Zusammen mit ihrem Verlobten. Wir schaffen alles. Solange wir zusammenhalten, schaffen wir alles. Das ist auch unser Motto. Andere können sagen, was sie wollen, aber solange wir zusammenhalten, kommen wir durchs Leben. Und wenn andere über uns was Falsches sagen, sollen sie doch, ist uns egal. Wir leben unser Leben. Fertig. Ein neuer Tag an der Elsa. 6 Uhr morgens. Der Hausmeister schafft wieder Ordnung. Ich höre immer, ach, die Elsa, kannst du vergessen, die Elsa, das ist so Dreckloch. Ich sage, dann kommen Sie, besuchen Sie uns, schauen Sie sich um, gehen Sie rein, gehen Sie in den Eingangsteil, gehen Sie in den Flur.
Kommen, wir suchen Sie bei der Verwaltung. Ich sage Ihnen, ich bin stolz, dass ich hier der Hausmeister bin und mit so vielen Leuten zusammenarbeiten kann. Ja, aber ich muss jetzt weiter. Der Ferrari muss weiterlaufen. Die rote Kehrmaschine, sein Ferrari, dreht noch einige Runden. Mehrere Stunden lang säubern die Hausmeister den Eingangsbereich. Ali hat heute seine Mathearbeit zurückbekommen. Seine Mutter wartet schon auf ihn. Sie hat das Essen fertig. Ja. Zwei Minus geworden, aber ich finde, weil es ja eh nur weil es ja Formen sind und weil es ja umformen muss und so weiter, könnte ich wenigstens noch eine 2 dafür rausbekommen. Aber naja, eine 2 Minus, bin auch damit zufrieden. Das ist ein guter Junge. Ich liebe meinen Sohn. Ich habe ein Kind, der will studiert auch weitermachen. Ne? Ich habe gesagt, ist egal, was du willst, aber Hauptsache ist du gut lernen, alles. Pardon, eine Minute, also. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn du von deinen Eltern hörst, dass sie stolz auf dich sind. Das ist wirklich, man fühlt sich auch viel besser, wenn man weiß, was ich gerade mache, ist richtig und nicht falsch. Okay. Hausmeister Loos ist in der Zwischenzeit wieder aufs Dach gestiegen. Oh mein Gott, was hier alles findet. Toll. Das ist wahrscheinlich durch einen starken Wind irgendwie nach oben getrieben und hier gelandet. Ich muss halt ein paar Leute fragen, aber das kann man jetzt werfen. Das liegt ja schon seit ein paar Tagen. Naja, das tue ich entsorgen, ist weg. Und ist die Sache wieder in Ordnung. Eine Sache erledigt, aber der nächste Auftrag wartet schon im Büro. Sind mit dem Hausmeister verbunden, ja? Ein Rohrbruch. Dass man die Eigentümer anzuruft. Nee, vergiss es. Wir rufen die Polizei. Eigentlich müssten die Hausmeister schnell in die Wohnung. Ich weiß, ich blockiere jetzt Ihre Notrufnummer, aber wir haben einen Rohrbruch und wir müssen unbedingt in die Wohnung rein, in eine Wohnung. Und da bräuchte ich jemanden, den Kollegen, also einen Streifen, der hier vorbeikommt und uns in die Wohnung begleitet. Ja. Die verbinden mich jetzt weiter. Hörst du das? Bitte warten, please hold the line. Bitte warten, please hold the line. Bitte warten, please hold the line. Ja, guten Tag, Loos ist mein Name. Ich bin der Hausmeister in der Elsa-Brennström-Straße 4-10. Wenn Sie so nett kennen, die Kollegen da bei uns klingeln, die ist bei der VAW. Das ist im Haus 8, im ersten Stock VAW. Da ist ein Klingel, das ist die Hausverwaltung. Kein Problem, wir haben Zeit. Dankeschön. Tschüss. Gut, die kommen. Sie melden sich aber. Das heißt, wir haben Zeit. Jo. Nimm dir was Dings. Beruhig dich bitte. Was ist das ja? Für die Nerven. Du weißt, wo die Wohnung ist. Gut. Wenn sie das Leck jetzt nicht finden, kann sogar die Heizungsleitung platzen. So ist es. Hier ist kein Leck, den man sieht, aber wir vermuten, dass in der Küche, in dem Boden, weil der Boden ist warm, obwohl der Heizkörper kalt ist, zirkuliert das Heizungswasser zirkuliert und erhitzt den Boden. Ja, es ist zu warm. Doch auch in der Küche kann Andreas Loos kein Leck entdecken. Ist zu warm. Also anscheinend ist hier
und ich die Stelle in dem Boot. Er beschließt kurzerhand, das Wasser abzustellen. Vorsichtshalber. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit ist die Sache vorerst erledigt. Und dann ist Feierabend. Fast. Hallo. Sie haben heute noch was anderes vor. Also für uns ist es die Freiheit, wo wir dann auf die Motorräder steigen und die Maschine anmachen. Dann denken wir, mein lieber Mann, jetzt raus und in den Freien. Weg von dem Ganzen und ein bisschen abschalten. Ab und zu brauchen wir das. Kathi Hein hat hier in der Elsa eine Institution geschaffen. Sie wohnt seit 40 Jahren in der Elsa. Vor ein paar Jahren hat Kathi ihre eigene Kneipe aufgemacht. Es sind auch viele alleinstehende Menschen, selbst mit Familie, aber Weihnachten zum Beispiel habe ich auf, Silvester habe ich auf, obwohl ich selbst Familie habe, aber das tue ich schon tagsüber mit meinen Enkelchen und so und abends verbringe ich auch mit meinen Gästen. Und für die macht sie fast alles. Wenn mal ein Umzug ist oder irgendwas ist, dann kann man das einfach laut raussagen und irgendeiner meldet sich. Aber auch ich für die Gäste. Letzte Woche habe ich einen Gast bei mir über Nacht gelassen, weil er nicht wohin wusste. Also bei uns auf der Couch. Das ist so. Ja. Hier bei Kathi hält man zusammen. Egal was kommt. Und ganz egal, was andere über die Elsa sagen. Gesprochen wird immer und erzählt wird schon lang. Aber wir machen uns zunächst raus. Wir wissen, wer wir sind und halten zusammen. Und alles andere muss man halt hinnehmen, aber man braucht doch nicht groß drüber sauer zu sein oder sowas. Weil wir wissen, wer wir sind und fertig. Wer seid ihr? Ja, wir sind die Elsa. Ist so. Wir wohnen hier und uns geht's gut. Wir haben Spaß. Ach, hier bei der Kathi. Die lädt handelt. Draußen, vor Kathis Treff. Ich bin hier mit den Jungs. Ja, ja. Ja, lauf. Beginnt Kasawis Abendprogramm. Ey! Hamza! Oh! Kümmel wacht, Ashra. Seine Eltern kommen aus Marokko. Es geht, Alfred. Er ist hier aufgewachsen. Oh, oh, was machen? Observation. Und will Rapper werden. Als Rapper muss man viel arbeiten. Viel, also auf jeden Fall viel Energie reinstecken und sich viel inspirieren lassen. Von was? Von der Welt. Mit 18 Jahren kommt er wegen mehrerer Überfälle ins Gefängnis. 3 Jahre sitzt er und beginnt dort zu rappen. Ich komme ja dahin ganz gut. Hier in der Garage hat er schon Musikvideos gedreht. Überhaupt, das Viertel hat ihn geprägt. Wenn man hier aufgewachsen ist, das wirkt anders auf die Zukunft, sage ich mal so. Weil, ich meine, vergleichen wir mal einen Jungen, der irgendwo in einem Villenviertel aufgewachsen ist oder in einer reichen Gegend, und vergleichen mal den Jungen mit einem, der hier aufgewachsen ist oder in ein anderes Brennpunktviertel hier in Mainz zum Beispiel. Das ist ein großer Unterschied so. Auch charakterlich so. Ich meine, ich habe viele Leute kennengelernt. Ich will jetzt keine Leute abstempeln, aber ich habe so gesehen, die Leute, die von unten kamen und die dann ganz oben waren, so, die hatten besseren Charakter so. Weil die haben gefühlt diesen Typ, der ganz unten ist, weißt du? Weil er diesen Weg auch mal gemacht hat.
In der Nacht will Kasawi sein nächstes Musikvideo an der Elsa drehen. Auch Isolde und Rüdiger Wrobbel freuen sich schon auf den Abend. Um 19:30 wollen die beiden wieder in den Stadtteil treffen. Das ist so wie Familie halt. Ja, und deswegen freuen wir uns auf hier, unser Zuhause und auf den Stadtteiltreff. Und wir bereuen es immer, wenn das Stadtteiltreff mal geschlossen hat. Sie fühlen sich wohl in der Elsa. Hier werden sie gebraucht und haben ihre Aufgabe darin gefunden, anderen zu helfen. Ja, Mama. Und mit geschlossenem Mund. Und. Die Gedanken sind frei. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Schau mal genau hier, wo das passiert, und schau mal die Karte raus, was fällt sich aus, ne? Ali macht sich wie jeden Montag wieder auf den Weg zur Jugendfeuerwehr. Vorher erklärt ihm der Hausmeister noch, was er in der Elsa tun müsste, wenn es brennt. Ja, also die Feuerwehr hat einen Schlüssel davon hier. Und der Schlüssel ist hier draußen, in den Kästchen. Es geht automatisch. Dann kann die Feuerwehr dann aufmachen und dann hier rein. Ja? So, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und noch was. Seit er bei der Feuerwehr ist, erzählt er, sind auch seine Schulnoten besser. Die 19-jährige Mira Huber hat die Wäsche erledigt und schaut noch eine Serie. Und draußen wird die Elsa zur Filmkulisse. Also ich finde es cool, dass jemand den Ort so ein bisschen repräsentiert und so ein bisschen groß macht. So, es waren jetzt schon andere Rapper hier und haben ihre Videos gedreht. Und ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also ich feiere es. Bei uns gibt es halt so viel Diebstähle, viel was mit Drogen und so zu tun hat. Hat halt alles. Das ist krass, aber ich. Die Jugendlichen finden es cool, beim Musikvideodreh von Kasawi dabei zu sein. Ich repräsentiere meinen Blog ganz normal, so wie jeder andere. So. Also das ist so eher so jetzt so lockere, gefühlsvolle Musik jetzt. Nicht so was Hartes und so, so eher so nachdenklich auch, so in diese Richtung. Ey, wie stellst du das Video jetzt vor? Einfach stehen oder was? Ich dachte, jeder ist einfach irgendwie ein bisschen hier verteilt und so Mitte. Nein, aber das Ding ist, das sieht gerade nach Ghetto-Video aus, ja, Bruder. Melancholie. Ja, ich weiß. Ein bisschen sitzen. Die Gesichter müssen wir machen. Also. Musik bitte. Ich liebe meine Fan, bin am Mokko, was du gehst. Kannst du leben schnell, steig aus dem Bett. Je suis Kasawi. Je suis Kasawi. Viele fangen an zu werden, doch ich verstehe. Bin geregelt in die Welt, dreht sich um mich. Je suis Kasawi, bleib ich da. Wir haben die Jungs hierher gerufen, wir haben gesagt, wir drehen ein Video. Wir haben die Jungs zusammengekriegt, die sind da, die sind gekommen. Auf die Jungs ist Verlass. Sie wissen, Loyalität, was das heißt. So, wenn man sagt, ey Jungs, wir müssen da und da, das ist jetzt wichtig, das ist für die Zukunft. Hey Jungs, bitte wieder alle auf Position, wie eben. Sein Musikvideo soll später auf YouTube veröffentlicht werden. Er will mal viel Geld verdienen mit seiner Musik. Die Elsa. Wir haben nur einige der Geschichten hier erzählt. Eigentlich sind es Tausende.